Ich werde Ihnen in den nächsten 20 Minuten versuchen, hier einen kleinen Überblick zu geben über Cannabis aus medizinischer und pharmakologischer Sicht. Ich muss natürlich da einen Kompromiss machen. Viele von Ihnen wissen da schon viel und werden jetzt Dinge hören, die Sie eh schon wissen. Aber dann haben wir vielleicht nachher einen ähnlichen Stand. Ich kann natürlich auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil die Zeit dafür einfach zu kurz ist. Deswegen bitte ich also, das zu entschuldigen, wenn das für manche jetzt vielleicht nicht besonders viel Neues ist. Wenn wir über Cannabis reden, was meinen wir dann? Da haben wir zunächst mal verschiedene Konsumformen: Marihuana, Haschisch, Cannabisöl. Marihuana sind die getrockneten Blütenstände. Haschisch wäre der Harz, den man eben aus diesen Blüten gewinnen kann. Cannabisöl kann man durch Extraktion mit organischen Lösungsmitteln aus Cannabismaterial gewinnen. Unterscheiden sich natürlich im Wirkstoffgehalt. Wichtig ist aber, dass wir den Cannabis generell nicht nur den Hauptwirkstoff THC haben, den kennen die meisten, sondern in der Cannabispflanze sind über 70 bekannte Cannabinoide enthalten, allerdings in kleinerem Anteil als THC. Zum Beispiel Cannabidiol, auch ein nicht ganz unwichtiger Wirkstoff, zu dem ich später vielleicht noch ein bisschen was sagen werde, der in Cannabis eben auch enthalten ist, aber es kann in sehr unterschiedlichen Anteilen drin sein. Wenn man genauer hinschaut, dann ist in der Pflanze eigentlich immer die Säureform, also der Vorläufer. Und dieser Vorläufer ist eigentlich gar nicht psychoaktiv, sondern wird es erst durch das Rauchen oder Erhitzen, dann bekommt man sozusagen aus dem wirksamen Wirkstoff in dem gleichen Maße wie diese anderen Cannabinoide, die auch zunächst in Sauerform vorliegen in der Pflanze. Wichtig ist eben, dass wir einen sehr variablen Anteil haben. Das betrifft eben sowohl den Gesamtwirkstoffgehalt des Materials als auch die Zusammensetzung. Da ist es vielleicht ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, auch bei der Diskussion um die sogenannten hochpotenten Sorten, die immer wieder jetzt im Gespräch sind. Das heißt ja immer wieder, Cannabis heute ist eben nicht das, was es vor 20, 30 Jahren gewesen ist. Das stimmt sicherlich, da hat sich einiges verändert. Wichtiger als der reine Wirkstoffgehalt, der hier immer wieder angeführt wird, ist aus meiner Sicht eigentlich die Zusammensetzung der kleineren Anteil von Cannabis, das zum Teil eben so ein Stück weit antagonistische Wirkungen zum THC haben kann. Problem bei dieser variablen Zusammensetzung ist natürlich, dass man einfach im Problemfeld steckt. In der Medizin möchte man natürlich definierte Substanzen haben, man will ja dosieren können. Richtig, das geht nur, wenn man definierte Wirkstoffgehalte hat. Das ist mit Schwarzmarktprodukten natürlich nicht möglich. Auch wenn das für den Freizeitkonsumenten vielleicht ein interessanter Aspekt ist, so wie der Weinkenner eben verschiedene Weinsorten konsumiert, so kann der Cannabiskonsument natürlich zwischen roten Libanesen und schwarzen Garnen entscheiden und kann da durchaus natürlich auch so eine Art Kulturboom entwickeln. Das ist sicherlich auch bei vielen Konsumenten der Fall. In medizinischen Anwendungen ist es eben ganz klar, da möchte man definierte Wirkstoffgehalte haben. Wie kann man das Problem lösen? Naja, es gibt eben die Möglichkeit, einfach THC zu isolieren in Reihenform oder auch halbsynthetisch herzustellen. Dann wäre man bei Dronabinol, was ja auch als Medikament zugelassen ist in Deutschland. Oder man nimmt einen Cannabis-Extrakt und standardisiert den, zum Beispiel in Bezug auf das THC-Cannabidiol-Verhältnis, ein Sativex, auch ein Präparat, was es in Deutschland gibt. Weitere Möglichkeiten, wenn man eben bei Cannabis-Material, Pflanzenmaterial bleiben möchte, wäre, dass man definierte Sorten züchtet unter konstanten Anbaubedingungen, sodass man dann nachher eben einen definierten Wirkstoffgehalt hat. Da gibt es eben im Moment in Deutschland noch keine Fertigarzneimittel. Das kann man aber über Holland, über Apotheken beziehen. Das wären diese Petrokan-Produkte. Also das wäre die Möglichkeit, im medizinischen Bereich jetzt mit diesem Problem umzugehen. Weiteres Problem ist die Applikationsform. Man kann Cannabinoide natürlich oral aufnehmen. Das ist aber aus vielen Gründen problematisch, vor allem deswegen, weil die Resorption im gastrointestinalen Trakt sehr variabel ist. Das heißt, ja, die Zeit, bis die Wirkung eintritt und die Stärke der Wirkung kann sehr stark variieren, je nachdem, ob man vorher was gegessen hat, ob man nichts gegessen hat und wie stark die Motilität ausgeprägt ist etc. Das ist also kaum reproduzierbar und für einen
Patienten, der das therapeutisch anwenden möchte, ist das ein echtes Problem. Deswegen brauchen eben auch die meisten Patienten, die Cannabis medizinisch anwenden. Allerdings ist das Rauchen natürlich bedenklich. Wir haben da eine ganze Menge an Nebenprodukten, die entstehen. Der Rauch reizt natürlich auch die gesamten Atemwege. Also im Prinzip ähnliche Gefahren wie beim Rauchen von Tabak. Ja. Der Sache aus dem Weg gehen kann man durch sogenannte Vaporizer, da wird das Material nur erhitzt, bis die Wirkstoffe verdampfen. Man hat also kein Verbrennen, bei dem eben auch diese giftigen Nebenprodukte entstehen. Das reizt auch die Atemwege, aber lange nicht so stark wie das Rauchen. Oder man hat eben diese Spray-Lösungen und eine Aufnahme über die Mundschleimhaut. Das wird eben bei dem Satinex hier zum Beispiel auch angewendet. So kann man also diese Probleme durchaus in den Griff bekommen in dem Kontext der medizinischen Anwendung. Bei dem Freizeit-Cannabiskonsum ist es aber nach wie vor so, dass das Rauchen absolut die größte Rolle spielt, weil man da eben am einfachsten, am schnellsten die Dosis so titrieren kann, dass man den gewünschten Zustand erreicht. Da haben sich also diese anderen Möglichkeiten nicht wirklich durchgesetzt oder etabliert. Wie wirken diese Cannabinoide? Da muss man zunächst mal sich das Endocannabinoid-System anschauen, das sogenannte. Das ist ein entwicklungsbiologisch sehr altes Signalübertragungssystem, das es nicht nur in Säugetieren, sondern auch in Fischen und sogar Wirbellosen gibt. Also das zeigt, dass es wirklich sehr, sehr alt ist und ganz fundamentale Funktionen übernimmt im Körper. Es besteht aus verschiedenen Rezeptoren. Wir unterscheiden hier in erster Linie CB1 und CB2-Rezeptoren, also Cannabinoid-Rezeptoren, wobei man die CB1-Rezeptoren vor allem im zentralen Nervensystem, diesen Hirnarealen, besonders häufig findet und CB2-Rezeptoren hauptsächlich im Immunsystem, also allen möglichen Zellen des Immunsystems. Zu diesem System gehören weiterhin endogene Stoffe, die an diese Rezeptoren binden. Das sind die sogenannten Endocannabinoide und Enzyme, die im Körper den Auf- und Abbau dieser Substanz regulieren. Und dieses ganze System ist sehr viele Regelkreisläufe im Körper. Dazu gehört es eben, da haben wir also Herzschlagfrequenz zum Beispiel, Engstellung der Gefäße und so weiter, also auch der Blutdruck wird reguliert, die Körpertemperatur wird mitreguliert über das Endokannabinoid-System, der Schlafwachrhythmus, das Immunsystem und viele andere Funktionen. Wie man sich das eben vorstellen kann, bei so einem sehr alten System ist es in sehr viele Prozesse eingebunden. Über CB1-Rezeptoren wird vor allem die psychotrope Wirkung vermittelt und das spielt eine Rolle bei Gedächtnis, bei Motorik und Schmerz. Der Schmerz wird über auch bei den CB2-Rezeptoren wieder. Und insofern ist die Cannabinoid-Forschung in der Pharmakologie eben auch bestrebt, diese einzelnen Bereiche hier anzusprechen über Synthese von spezifischen Agonisten oder Antagonisten, die dann an einem oder auch beiden dieser Rezeptoren angreifen. Hier beim CB2 gibt es auch Arbeiten, die nahelegen, dass man hier gegen Atherosklerose was machen kann, medikamentös möglicherweise und Entzündungen ganz allgemein, also antientzündliche Effekte, die man hier hervorrufen kann. Das sind so die therapeutischen Ansätze, die über die Anwendung von Cannabis allerdings hinausgehen, hin zu synthetischen Cannabinoiden, die eben in der Forschung seit Jahrzehnten auch eine große Rolle spielen. Inzwischen nicht mehr nur in der Forschung, sondern eben auch als Drogen, das hat ja Heine Stürer eben ja schon bemerkt, aber grundsätzlich eben vor allem in der Forschung. Bei Cannabinoiden kann man unterscheiden, zunächst mal zwischen natürlichen und synthetischen. Zu den natürlichen gehören die eben genannten Endocannabinoide, die ins Anandamid. Ananda kommt aus dem Sanskrit und heißt so viel wie Abwesenheit von Unglück. Also kann man sich schon vorstellen, wo da der Zusammenhang vielleicht ist. Dazu gehören aber natürlich auch die pflanzlichen Cannabinoide, die wir in der Cannabispflanze finden. Und bei den synthetischen Stoffen haben wir solche wie das J318, was man in Spice und ähnlichen Produkten zu Anfang gefunden hat. Da gibt es eben auch inzwischen eine ganze Serie von über 50 Substanzen, die da auf den Markt gekommen sind. Aber auch synthetische Cannabinoide wie Labidol, was als Medikament auch zugelassen ist. Remunabant ist allerdings inzwischen nicht mehr auf dem Markt. Und im weiteren Sinne gehören zu den Cannabinoiden auch Enzyminhibitoren, die den Aufbau und Abbau dieser endogenen Cannabinoide steuern. Wenn man die betrachtet, dann kann man erstmal unterscheiden zwischen Agonisten und Antagonisten, also solchen, die die Wirkung von Endocannabinoiden nachahmen und solchen, die diesen Prozessen entgegenwirken.
typische Agonisten wären eben der Cannabiswirkstoff THC zum Beispiel, wobei der ein partieller Agonist ist, der hat also eine gedeckelte maximale Wirkung, so kann man das am einfachsten vielleicht ausdrücken. Andere sind volle Agonisten, dazu gehören eben auch viele dieser synthetischen Cannabinoide, die diese Stoffe übrigens auch viel gefährlicher machen als Cannabis selbst. Und insbesondere in diesem Blickwinkel ist es natürlich besonders problematisch, dass junge Leute zum Teil eben den Cannabiskonsum substituieren durch diese viel gefährlicheren Drogen. Wie man am Anfang noch an, wäre ein typischer Antagonist, wurde eingesetzt bei Adipositas. Kann man sich vorstellen, ja, die Cannabiskonsumenten, die essen dann ganz gerne, das Appetit steigert. Und wenn man einen Antagonisten einsetzt, dann bekommt man die gegenteilige Reaktion und der Appetit wird reduziert. Das kann bei Fettleibigkeit natürlich ein sehr gewünschter Effekt sein. Die Leute wurden allerdings gleichzeitig auch dysphorisch bis depressiv und es gab eine erhöhte Selbstmordrate, deswegen hat man dieses Medikament wieder vom Markt genommen. Man unterscheidet dann auch noch zwischen CB1 und CB2 spezifischen Agonisten, Antagonisten. Da kann man also so ein bisschen regulieren oder versucht, einzelne Effekte hier herauszuarbeiten, quasi in Form einer Substanz zu isolieren. Bisher allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Wichtig ist auch, dass wir völlig unterschiedliche Potenzen haben. Das heißt, die Menge an Wirkstoff, die ich brauche, um einen gewünschten Effekt zu erzielen, ist höchst unterschiedlich, je nachdem, welche dieser verschiedenen Substanzen ich mir hier anschaue. Ganz wichtig ist natürlich, dass Endokannabinoide direkt an der Synapse gebildet und auch abgebaut werden, und zwar nach Bedarf. Und das kann in unterschiedlichen Hirnregionen völlig unterschiedlich sein. Wenn ich exogen ein Cannabinoid zuführe, dann überschreitet das sozusagen das gesamte ZNS und dann habe ich halt überall diese agonistischen oder antagonistischen Effekte. Das ist klar also, dass man hier diese homöostatischen Prozesse, die geregelt werden über das Endokannabinoid-System, relativ mächtig eingreift über die Zufuhr von Cannabinoiden. Und so lässt sich eben auch erklären, dass man diese zum Teil auch sehr ausgeprägten Effekte erzeugt, wenn Cannabinoide konsumiert werden. Ja, was gehört dazu? Das ist jetzt, denke ich mal, Allgemeinwissen. Die Herzfrequenz geht hoch, das weiß jeder Cannabiskonsument, obwohl sich dieser Effekt auch abschwächt, wenn man häufig konsumiert. Es gibt eine Gefäßerweiterung, daher kommen auch die roten Augen, das sind nämlich die Gefäße am Auge, die da erweitert werden und dann zu dieser typischen Rötung des Augenweiß führen. Dann hat auch Effekte auf den Blutdruck natürlich, weil wenn die Gefäße weitgestellt werden, dann geht der Blutdruck runter. Es gibt dann eben vor allem Probleme, wenn man aufsteht, schnell und auch beim Liegen oder Sitzen, dann kann es dann zum Absacken des Blutdrucks kommen. Mundtrockenheit, Augentrockenheit auch sehr bekannt. Wirkt so ein bisschen der Appetitsteigerung und dem Essvergnügen entgegen, wenn der Mund zu trocken ist. Das sind übrigens dann anticholinerge Wirkungen, die man auch bei Atropin oder anderen pflanzlichen Stoffen durchaus hat. Also man sieht auch, diese Systeme werden angesprochen indirekt über dieses Endokannabinoid-System. Dann gibt es Dinge, die jetzt den Konsumenten weniger interessieren, die therapeutisch aber interessant sind. Dazu gehört die Analgesie. Die Muskelrelaxierung, die übrigens auch sich auf den Bronchien erstreckt und deswegen bei Asthma auch Linderung verschaffen kann, obwohl das Rauchen natürlich da wieder eine Reizung macht und entgegen wirkt. Antigenesis, das heißt, ein Brechreiz wird unterdrückt, ist therapeutisch natürlich auch interessant, bei HIV-Patienten zum Beispiel oder unter Chemotherapie. Interessante Anwendung auch die Senkung des Augenhämoglobindrucks beim grünen Star und die Senkung der Körpertemperaturen, naja, als Antifieber. Medikamente wird man jetzt sicher nicht einsetzen, das ist eher was man bei der Maus beobachtet. Da gibt es die sogenannte Tetrade an Effekten, die man im Mausmodell eben sehr gut beobachten kann. Dazu gehört nun mal diese Körpertemperaturreduktion, gehört auch die Tachykardie, da gehört die Analgesie dazu und dann noch ein interessantes Bonbon von der Maus. Die macht nämlich dann ganz merkwürdige Bewegungen, die hält dann laufend inne und hält dann den Bein zum Beispiel so gestreckt und bewegt sich dann kurz nicht weiter. Ataxie nennt man das, ist also was die Maus macht, das machen Menschen möglicherweise nicht unter Cannabis-Einfluss. Wir haben dann auf der anderen Seite natürlich die psychischen Effekte von Cannabis, auch hier wieder Dinge, die jeder weiß, irgendwie Wohlbefinden, Angst, Gemüse, Entspannung, das ist das, was der Konsument natürlich erlebt. Verändert das Zeitgefühl, die Zeitintervalle werden als länger empfunden, als sie tatsächlich sind. Die Wahrnehmung wird ganz allgemein intensiviert, das kann zu einer gesteigerten Kreativität
kommen. Aber es gibt eben auch kognitive Störungen, die können auch noch durchaus lustig sein, wenn nämlich das Gedächtnis nicht mehr richtig funktioniert, die Aufmerksamkeit nachlässt und dieses assoziativ wiederholte Denken eintritt, dann kommt es häufig zu sehr als sehr komisch empfundenen Situationen, die dann auch zu diesen berühmten Lachattacken führen können. Auf der anderen Seite findet man aber auch Dysphorie, Angstzustände, Panikattacken, die bis zu Depersonalisationen auftreten können, insbesondere bei höheren Dosen. Eine ausgeprägte Sedierung, auch eigentlich erst bei höheren Dosen wirklich ausgeprägt. Kann zu Pseudo-Halluzinationen kommen, die Reaktionsfähigkeit und die Feinmotorik werden reduziert. Das ist natürlich beim Autofahren ein wichtiger Effekt. Und die Bewegungskoordination kann positiv oder negativ beeinflusst werden. Normalerweise wird sie schlechter, aber bei hyperkinetischem Syndrom kann sie deutlich verbessert werden und es kann dazu führen, dass Leute, die im Normalzustand überhaupt nicht fähig sind, ein Auto sicher zu führen, erst nach Cannabis-Einnahme dazu in der Lage sind. Das ist also auch interessante Arbeit dazu. Langzeitwirkungen, klar, wenn man lange und anhaltend viel trifft, dann geht es mit den kognitiven Fähigkeiten abwärts. Das ist auch nicht wirklich überraschend. Das trifft wahrscheinlich für alle rauscherzeugenden Substanzen in ähnlicher Weise letztlich zu. Es gibt das Phänomen der Abhängigkeit, zumindest wenn man diese ICD-10-Kriterien ein relativ grobes Raster hier anwendet, dann kann man sagen, dass so grob über den Daumen gepeilt jeder zehnte Cannabiskonsument ja eine Form der Abhängigkeit entwickelt. Das sagt natürlich nichts darüber aus, wie schwerwiegend die ist und ob sie den Menschen dann wirklich beeinträchtigt. Durch das Rauchen kommt es natürlich zu negativen Effekten. Und psychisch kann es eben zu einer beschleunigten Auslösung oder Verschlechterung von schizophrener Psychosen kommen. Da kann CBD übrigens antagonistische Effekte haben. Es ist nämlich durchaus im Gespräch, dieses CBD-Cannabidiol als Neuroleptikum sogar, also wirklich zur Behandlung schizophrener Psychosen. Partnerschaftsprobleme können auftreten, vor allem natürlich dann, wenn zum Beispiel er jeden Abend sich dicht raucht und die Frau hat gar keine Lust drauf und er hat dann keine Lust, da was anderes zu unternehmen. Das ist, was häufig passiert wird, dass es die Partnerschaftsprobleme über die lange Distanz hier kommt. Auch bekannt, fetale Entwicklungsstörungen kennt man vor allem aus tierexperimentellen Studien ganz gut. Da kann man also auch nachvollziehen, dass diese Tiere dann auch im Adoleszentenalter eben verhaltensauffällig werden. Da gibt es auch Studien, die das am Menschen zeigen, dass es solche Effekte jedenfalls gibt. Also in der Schwangerschaft ist Cannabis sicherlich nicht das Richtige. Dann gibt es weitere Effekte auf das Hormonsystem, die Reproduktion des Immunsystems, die scheinen aber schwach ausgeprägt und reversibel zu sein und es entwickelt sich auch eine relativ schnelle Toleranz. Das heißt, es tritt am Anfang des Konsums auf, aber dann ziemlich bald nicht mehr. Größtes Problem sind sicher die beim Rauchen entstehenden Verbrennungsprodukte, jedenfalls was so die Akutwirkung angeht. Das hatte ich eben erwähnt. Höhen natürlich auch Kinder sind erscheinen hier besonders vulnerabel bezüglich dieser Effekte auf Verhalten, die man gefunden hat, Hirn in die Gehirn. Generelles Problem bei dieser Gefährlichkeitseinschätzung ist allerdings, dass man ganz viele tierexperimentelle Studien hat, die immer nur sehr eingeschränkt übertragbar sind auf den Menschen. Gleich oder noch viel stärker gibt es natürlich Zellmodelle, die noch viel weniger einen kompletten Nebenorganismus natürlich widerspiegeln können. Und bei epidemiologischen Studien, da hat man häufig auch gravierende Qualitätsmängel. Man kann jetzt nur spekulieren, ob es dann auch einen entsprechenden Bias gibt, je nachdem, was sozusagen das gewünschte Ergebnis ist, macht die Sache natürlich schwierig. Jetzt die Zeit wird langsam knapp. Ja, ich kriege schon die rote Karte. Deswegen nur ganz kurz zu den forensischen Nachweismöglichkeiten. In Urinproben weist man die THC-Carbonsäure bzw. deren Glykolid nach. Das gilt für die Tage bis Monate, je nachdem, wie stark man akkumuliert hat im fortgesetzten Konsum. In Blutproben wird der Wirkstoff selbst, THC und seine Abbauprodukte festgestellt. Und in der Regel hat man innerhalb weniger Stunden einen Wert, der unter 1 Nanogramm pro Milliliter liegt. Das ist auch dieser Grenzwert, der häufig hier diskutiert wird oder auch zur Anwendung kommt. In Haaren analysiert man THC und auch dieses Abbauprodukt hier, die THC-Carbonsäure. Interessant ist hier, dass man, das haben wir in einigen Arbeiten jetzt im letzten Jahr nachweisen können, wenn man THC analysiert, erfasst man THC-Säure A mit, also diesen Vorläufer aus der Pflanze. Das heißt, was man hier nachweist, kommt gar nicht
vom Augen aus im Körper hinaus, sondern das wird eben hier über Augen oder eben über Hände, damit das Material angefasst hat und sich dann am Kopf passt, übertragen. Insofern kein wirklicher Konsumnachweis. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Die Acetabolsäure kann da ein bisschen Abhilfe bringen. Bei der MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, Führerschein ist ja heute auch schon genannt worden als Thema, da wird aber häufig die Harnanalyse als Abstinenznachweis gemacht. Da hat man natürlich ein gewisses Problem, wenn man diese Sache hier weiß. Urinanalyse wird allerdings auch gemacht. Im Straßenverkehr, da geht es um Blutuntersuchungen, Blutproben, die auch für die Alkoholbestimmung verwendet werden können. Ich weiß, ich überziehe, aber ich möchte trotzdem noch kurz was zum Straßenverkehr sagen, weil ich das ein ganz wichtiges Thema eigentlich finde. Und ich meine vielleicht sogar im Verhältnis zu der strafrechtlichen Betrachtung noch wichtiger für die Konsumenten. Auch was übrigens Effekte betrifft, jetzt des Ausweichens auf synthetische Drogen. Klar, Cannabis ist im Straßenverkehr natürlich keine gute Idee. Es kommt allerdings relativ selten zu Unfällen. Es liegt sicherlich daran, dass Cannabiskonsumenten ihre Beeinträchtigungen wesentlich selbstkritischer und intensiver wahrnehmen als Alkoholkonsumenten. Das heißt, sie fahren in der Regel nicht Auto und wenn sie es tun, fahren sie viel defensiver als ein alkoholisierter Mensch. Soll natürlich ein ausreichender Zeitabstand eingehalten werden. Sanktionen gibt es hier, da die Straftat im Straßenverkehr, wenn man wirklich berauscht fährt und nicht mehr sicher das Fahrzeug führen kann, aber eben auch die Ordnungswidrigkeit, die schon erfüllt ist bei Werten, wo man in der Regel überhaupt keine Effekte hat. Wichtig ist, Cannabiskonsum wird generell die Fahreignung bezweifelt. Das führt automatisch entweder zum Führerscheinentzug oder zur Aufforderung, eine MPU vorzulegen. Im Übrigen mit einer Frist von 2 Monaten, um das positive MPU-Gutachten zu bekommen, braucht man aber mindestens 1 Jahr. Das heißt, praktisch ist auch die Aufforderung zur MPU schon ein Führerscheinentzug. Das ist eine ganz interessante Sache, finde ich, eigentlich auch ein seltsamer Zustand, weil ich kann ja nicht einerseits jemanden auffordern, etwas zu tun, gleichzeitig eine Frist setzen, die es völlig unmöglich macht, diese Auflage zu erfüllen. Gut, jetzt komme ich aber wirklich zum Ende. Heinrich, nehme jetzt 5 Minuten einfach. Er hat schon 1 Minute überzogen. Ich meine, die Diskussion, die 5 Minuten von der Diskussion. Also Cannabis hat eine Vielzahl von Effekten, die nicht genutzt werden können, aber es gibt eben auch eine Menge unerwünschter Effekte. Das betrifft genauso die Freizeitkonsumenten. Das Gefährliche sind die Schädigungen, die durchs Rauchen entstehen. In erster Linie jedenfalls problematisch ist Cannabiskonsum, aber auch bei Schwangeren und Kindern bzw. Jugendlichen. Psychiatrische Patienten oder Leute mit einer entsprechenden Prädisposition sind natürlich ebenfalls gefährdet. Und Cannabis und Straßenverkehr vertragen sich nicht. Aber der Fahrerlaubnisentzug ist eben als eine Sanktion durch die Hintertür hier zu sehen, die ich für problematisch halte. Da ist auch, kann man nicht mehr die Verkehrssicherheit wirklich als Überschrift darüber schreiben, sondern da geht es um diese Sanktionen durch die Hintertür. Hier noch eine Buchempfehlung vom Herrn Bodenherr als Herausgeber, der sich ja sehr stark gemacht hat in vergangenen Jahren für den medizinischen Einsatz von Cannabis. Und als Fazit vielleicht dieser Satz, der das Ganze ganz gut nochmal beschreibt, der auf der einen Seite eben die medizinische Anwendung und dann Konsum, der durchaus problematisch sein kann. Also es muss nicht gut sein für die Gesundheit, aber es kann eben gut sein. Vielen Dank. Übrigens zur medizinischen Praxis gibt es ja heute Mittag kurz vor der Mittagessen dann nochmal einen Vortrag aus der Praxis. So, Ihre Fragezeit. Ja, das sind schon 2. Sie waren der Erste. Brauchen wir das Mikrofon für die Aufzeichnung? Ja, okay, dann warten Sie bitte bis. Sie sind der Zweite, bitte, Herr. Also Sie können schon mal, bis das Mikrofon hinten angekommen ist. Fangen Sie an, Sie sind dann der Zweite, bitte. Ja, ich habe eine Frage zu dem Tatsache, dass 10% der Konsumenten eine ICD-10-Diagnose bekommen. Wie wird in diesem Fall Konsument definiert? Also diese Zahlen, da gibt es natürlich unterschiedliche Kollektive, die untersucht wurden und es hängt natürlich von der Art der Kollektive ab, was für Zahlen dann wirklich rauskommen. Aber hier mit diesen 10% kann man sagen, das sind Leute, die irgendwann mal Cannabis konsumiert haben. Das sind also nicht nur die regelmäßigen Konsumenten oder die häufigeren Konsumenten, sondern es ist so eine Overall-Betrachtung mehr oder weniger.
Weil es ist ja weitgehend auch das, was Sie gesagt haben, dass diese epidemiologischen Studien deutliche Qualitätsprobleme aufweisen. Genau, das spiegelt sich eben auch da wieder. Es werden eben je nachdem, was man, ich sage es mal böse, was man rausbekommen möchte, werden dann eben bestimmte Subkollektive untersucht. Ja, es ist unheimlich schwierig, da einen wirklich guten Ansatz zu finden, der Zahlen liefert, die aussagekräftig sind. Hier kommt natürlich erschwert hinzu, dass dieses Konzept, Diagnosekonzept für die Abhängigkeit nicht ganz unproblematisch ist. Da gibt es verschiedene Konzepte, die CDC ist ja nur eine. Und wie gesagt, die sagen noch nichts über die Qualität der Abhängigkeit aus, da werden einfach nur bestimmte Fragen gestellt. Und wenn man 3 von 6 im Jahr beantwortet, so ungefähr, es war einfach gesagt, dann ist man eben abhängiger. Ob das wirklich eine relevante Aussage ist, muss man meiner Meinung nach schon auch in Frage stellen. Ich meine, oder mal anders betrachtet, wenn man eine entsprechende Befragung bei Tabakkonsumenten macht, dann hat man über 30%, die Abhängigkeitsdiagnose erfüllen, aber die Kriterien erfüllen, die Abhängigkeit. Jetzt sind Sie dran. Wer hat sich vorhin noch gemeldet? Denn da? Ah ja, okay. Michael Rechtsanwalt, guten Tag. Ich will gerne wissen, wie diese 1,0 Nanogramm pro Liter, was glaube ich, Milliliter ermittelt worden sind und wie gerichtsfest diese Grenze ist. Ja, es ist ja so, die gehen auf eine Empfehlung der Grenzwertkommission zurück. Das ist ein Gremium, wo verschiedene Fachvertreter aus Fachgesellschaften vertreten sind, aber auch aus den Bundesministerien. Und man kann sagen, das ist ein Kompromiss, der dort getroffen wurde. Da ging es ja zunächst mal um die Fragestellung der Ordnungswidrigkeit, also Fahren unter dem Einfluss, vergleichbar mit 0,5 Promille beim Alkohol. Beim Alkohol ist es so, da hat man bei 0,5 Promille schon ein erhöhtes Unfallrisiko, das ist ungefähr doppelt so hoch wie bei nicht alkoholisierten Personen. Und da sagt man eben dann, gut, da möchten wir eine Sanktion, weil das Risiko möchten wir nicht tolerieren. Jetzt hat man für Cannabis und für andere Drogen eben hier nach etwas Ähnlichem gesucht und hat festgestellt, eine echte Konzentrations- und Wirkungsbeziehung gibt es hier nicht, jedenfalls nicht so gut wie beim Alkohol. Wir müssen aber trotzdem irgendwo sagen, naja, wann ist genug, weil wenn man beliebig kleine Werte auch zulässt, als erfüllungsobjektiven Tatbestand, dann wird es irgendwann sinnlos, weil man die natürlich viele Tage nach dem letzten Konsum immer noch feststellen kann. Der Kompromiss lautete eben 1,0 Nanogramm pro Milliliter, weil das ein Wert ist, den man normalerweise innerhalb weniger Stunden nach dem Konsum unterschreitet, der gleichzeitig analytisch auch ohne weiteres feststellbar ist von allen Labors, die an diesen Bestimmungen teilnehmen. Und der gleichzeitig zumindest noch die theoretische Möglichkeit offen lässt, dass man ab solchen Konzentrationen auch eine verkehrsrelevante Wirkung haben kann. Auch wenn in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, die wir täglich ja auch untersuchen, feststellt, dass zwischen 1 und 2 Nanogramm pro Milliliter praktisch keine Auffälligkeiten mehr da sind. Das ist häufig das, was man vom Konsum des letzten Tages vielleicht übrig hat. So ist ein bisschen die Geschichte. Und dieser Grenzwert hat jetzt eben auch Einzug gehalten in die verwaltungsrechtliche Praxis, wo er jetzt nach Bundesverwaltungsgerichtsrechtsprechung verwendet wird. Als Grenzwert für den Sofortentzug der Fahrerlaubnis. Das ist aus meiner Sicht ganz ungerechtfertigt, diese Übertragung auf diesen Rechtsbereich, aber so ist halt immer die Rechtsprechung, die machen das, was sie wollen. Wenn man daran jetzt was ändern möchte, dann müsste man die Fahrerlaubnisverordnung ändern. Mein Name ist Verena David. Herr Professor Auwetter, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich fand das sehr hochinteressant. Ich habe noch mal zum Medizinischen eine Nachfrage. Sie haben sind auf die psychischen Effekte eingegangen und haben gesagt, dass beim Konsum es zu kognitiven Störungen, zu Störungen der Aufmerksamkeit führen kann. Und bei dem Langzeitkonsum, die Langzeitwirkung, dass kognitive Fähigkeiten bei starkem chronischen Konsum reduziert sind. Sofern ich informiert bin, können diese kognitiven Fähigkeiten irrelevant sein. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu nochmal von medizinischer Seite in Studien ausführen? Das ist eben auch wieder schwierig, weil diese Studien ganz schwer andere Variablen kontrollieren können. Jemand, der, sage ich mal, 20 Jahre exzessiven Cannabiskonsum betrieben hat, dann hat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch andere Dinge falsch gemacht in seinem Leben, sage ich mal. Und das könnte natürlich auch Effekte haben auf solche Variablen, wie hier die kognitiven Fähigkeiten, die man eben über verschiedene Testsysteme abfragt. Fakt ist, dass man bei diesen Patienten eben eine Reduktion in diesen Tests feststellen kann. Ja, das muss man erstmal so als Fakt hinnehmen.
Ob das wirklich monokausal auf den langjährigen Cannabiskonsum zurückzuführen ist oder nicht, das muss eigentlich offen bleiben. Ja, das kann man jedenfalls aufgrund der Studien, die ich dazu gelesen habe, nicht sicher sagen. Aber es liegt natürlich nahe, da dann auch es wurde natürlich versucht, diese anderen Varianten zu kontrollieren. Ja, es ist also nicht ganz gut berücksichtigt geblieben, aber es ist eben schwierig. Ja, insofern ist die Aussagekraft hier immer eingeschränkt. Also, die Reversibilität ist ja nochmal schwieriger zu bewerten. Es geht ja nicht eher um die Frage, ist diese Reduktion da unter akutem Einfluss und auch, wenn die Cannabiswirkung gerade nicht da ist. Das ist eigentlich die entscheidende Frage, weil sonst müssten die Leute ja erstmal abstinent kriegen für eine Weile und wieder schauen, was dann los ist mit denen, ob sich dann bestimmte Fähigkeiten vielleicht wieder einstellen nach gewisser Zeit. Also die Frage, wie lange das dann dauert und so weiter, ob solche Studien sind, meines Wissens nicht gemacht worden. Die letzte Frage jetzt leider schon der Herr auf der linken Seite. Das Mikrofon, die Dame, die Mikrofon steht hinter Ihnen. Ja, ich weiß, aber das kriegen wir leider nicht mehr rein in die Zeit. Okay. Ich versuche es auch ganz kurz zu machen, zwei Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Würden Sie denn sagen, dass jeder Cannabiskonsument, der eine Abhängigkeitsdiagnose aufweist, auch ein akutes Problem hat? Das ist eine Frage. Und Sie haben die Sache angesprochen mit der Standardisierbarkeit von Cannabis im medizinischen Einsatz. Ich kann natürlich verstehen, dass Ärzte, Apotheker, Pharmazeuten natürlich immer gerne mit standardisierter Ware arbeiten, weil nur so kann ich Forschung machen. Aber wir wissen auch, dass beispielsweise in den USA sehr viel Cannabis nicht klinisch standardisiert ist. Und würden Sie jemanden, der in Deutschland unter akuten Schmerzen leidet oder eine andere schwere Erkrankung hat, sagen, soll der lieber gar kein Cannabis bekommen, weil das standardisierte Cannabis quasi nicht zugänglich ist? Oder soll der nicht lieber beispielsweise selbst anbauen und gewisse Schwankungen in Kauf nehmen und dafür eine medizinische Versorgung haben, die ihm hilft? Ja, Max Lehner, für den Bundesvorstand. Ja, also zur ersten Frage, nein. Und zur zweiten Frage. Also nicht jeder wird ein Problem haben, wenn er diese Abhängigkeitsdiagnose erfüllt. So wie viele Raucher, die abhängig sind, natürlich aufhören können, wenn sie entsprechende Hilfestellungen haben oder auch nur eine stärkere Willenskraft, gilt das Gleiche natürlich für Cannabis. Für das Zweite, klar, wenn man keine Alternative hat, dann ist wahrscheinlich für viele Patienten das immer noch der bessere Weg, wenn sie dann eben sich am legalen Markt bedienen oder selbst anbauen und dann halt eine variierende Qualität haben. Klar, die bessere Wahl für Patienten, da ist, bin ich also schon auch ganz bei der Bundesdopingstelle und dem BfA. Man möchte natürlich, dafür ist es AMG übrigens auch da, eine gewisse Qualität von Arzneimitteln garantieren für die Patienten. Und wenn man Cannabis verschreibt, solchen Patienten, die wirklich auch ernsthafte Erkrankungen haben und denen geholfen werden kann mit diesen Medikamenten, dann sollten diese Qualitätsstandards eben auch für diese Patienten gelten. Das ist erstmal die Prämisse. Und dann muss ich richtig sagen, wenn es das halt nicht gibt oder wenn das zu teuer ist, das ist ja eher das Problem, weil es gibt ja diese standardisierten Produkte, dann da ist die Ultima Ratio vielleicht der noch ideale Selbstanbau oder eben das sich bedienen am Schwarzmarkt. Herzlichen Dank.